Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Sano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. So, ich würde sagen, wir starten auch direkt in die Partie rein, denn ich will hier keine Zeit verplempern. Wir spielen mal wieder Gelb gegen Gelb. Elfmeterschießen. Da will ich. Not so good. Wir fangen an. So. Jetzt auf Spiel fortsetzen. Score der Liga will er natürlich auch heute wieder zuschlagen. Ist im Moment. Ja, willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ich bin Wolf Fuß. Neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Wir sind zu Gast bei einer Partie in der Saudi Pro League. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Und jetzt die Chance. Boah, Mann, das war eine gute Chance. Ja. Die Ecke kommt rein. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Die Rufe der Fans, die ahnen. Ja, da ist das Tor. In der 10. Minute einfach. Das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Gucken wir uns mal die Wiederholung an. Mann vorbei. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Geiles Tor. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper gar nicht. 11. Minute, das ist doch. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Zweiten. Schön durchgesetzt. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Sie versuchen es. Sie können den Ball erstmal abblocken. Da schießt er. Oh, ist das zweite Tor. Doppelschlag. Da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, gewinnen ist immer wichtig. Da kenne ich nichts. Der Ball geht da unter die Latte. Boah, da passt alles. Egal. Goal, Alter. Wir haben Spielstand 2-0. 16 Tor. Im Moment läuft es natürlich für zwei sie. Tore natürlich. Bats weg mit dem Ball. Ja, nimm die Masche. Also jetzt mal. Jetzt gibt's Einwurf. Wo ist denn dieser Spieler, Junge? Jojojo, da kommt. Ganz energischer Einsatz. So, jetzt rennen hier einfach durch. Energischer Vorstoß. Da ist die Chance. Den hält er natürlich. Also ganz. Das geht mir schon wieder zu. Ecke kommt in die Mitte. Gut, wie er den Ball abblockt. Und das für einen Klaps, Alter. Das war ja gar nichts. Ey, sag mal. Den Ball holt er gut verteidigt. Er hat natürlich in den letzten Tagen vor diesem Spiel Schlagzeilen gemacht. Ja, das sagt er schon seit alle fragen Jahren, sich, man nicht auf. Wie wird er sich entscheiden? Hört er auf? Macht er weiter? Buschi, wie siehst du das? Was würdest du ihm aus deiner Sicht empfehlen? Boah, also ich glaube, der ist so erfahren, dem muss ich keinen Ratschlag geben. Das weiß er selbst am besten. Er weiß, wie es ihm geht, vor allem auch gesundheitlich. Die Frage ist auch, ist der unbedingte Wille noch da? Also nach so einer Karriere könnte ich schon verstehen, wenn er sagt, nee, reicht, ich hänge die Schuhe an den Nagel. Knappe Nummer hier, war abseits. Also jetzt mal ehrlich, das war doch kein Abseits, die waren doch auf gleicher Höhe, oder? Jetzt sind sie am Ball. Sag mal, das war ein Foul, ey. Nee, ich passe nicht. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Sie können es machen. Okay. Den Ball hält er gut. Thema Tor machen selber. War ja ziemlich. Yes. Er lässt seinen Gegenspieler stehen.
Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass er jetzt die ganze Zeit... Da zeigt er sein Können. Mann, der Ball kommt rein. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Kann er was draus machen? Was macht er draus? Forsten, weiter genau hinschauen. Nein! Macht er richtig gut, weil er einfach das Auge hat, weil er genau weiß, wann er hechten muss. Genau das, den boah, legt er gut über die Also Hände. Das war jetzt wirklich ein sehr knapp. Nochmal Eckball. Er geht in den Strafraum. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschluss. Den musst du erstmal rausholen. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Jetzt können sie klären. Er hätte sonst gefährlich werden können. Eigentlich schon nicht zum den Ball Gegner, ab. Oh, da ist er durch. Ach, Mann. Startet einen Tick zu früh. Abseits ja, angezeigt. Das habe ich auch selbst gemerkt. Kommentator brauchst du mir nicht erklären. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Ja, da wollte ich ein bisschen zu alleine hier spielen. Ey! Und mit diesem ja, die Halbzeit machen, wenn ich schießen will. In dieser Partie. Ja, die haben alle keine Sorge gemacht. Okay. Oh, ich bin komplett grün. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Aber ich spiele aktuell auch gerade nicht in der Bundesliga. Ne? Muss wieder frei. Er ist frei, da kann was. Nein! Haben. Ich wollte schießen und dann klaut er mir den Kopfbohr. Also sag mal, nee, ey. Ich glaube, den Ball bitte. Jetzt aber. Oh, das könnte was werden. Was? Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte. Das ist mein Dreierpack, Alter. Let's go. Ich mache für die ganze Tore nur alleine. Alter. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Ja, immer wieder die Rufe der boah, Fans. Das war aber da gut gemacht. Ein geiler Schuss. Ne? Geiler Schuss. Jetzt die Ecke. Wow. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Guter Schuss. Das war wirklich sehr stark. Halt. Bist du mir? Bist du mir? Ist doch zu mir. Okay. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. So, das nächste Tor, das wird immer deutlicher. 4:0. Ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Nee, natürlich gar nichts anbrennen. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Nein. Qualität macht natürlich wieder mal schmutzig. Da haben sie jetzt den Ball. Komm, einfach. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Okay. Moos Abschluss. Wie kann man nur so lost sein, Junge? Wer ist das? Den Wechsel. Boah, ich köpf den nach dem Spiel. Man hätte so eine geile Flanke machen können und verkackt einfach. Schön durchgesetzt. Hallo, renn den nochmal hinterher. Junge. Hartes Einsteigen, aber Vorteil. Kein Pfiff, Spiel geht erstmal weiter. Jetzt halt doch mal den Ball, also ganz ehrlich. Ne? Kann man nur blind sein. Oh, abseits. Es wird Wechsel geben. Beide Trainer wollen was verändern. Ist. Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. War dann doch zu halb. An die Qualität, ich sehe nichts. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Jetzt wollen sie das Spiel schnell machen. Da bedankt sich die Abwehr, die Konterchance ist erstmal vertan. Ballverlust. Wo ist sie denn vertan? Ich bin halt nicht mehr so schnell, das ist ein bisschen das Problem. Ah, da ist der Ball weg. Ups. Ja, jetzt
krieg ich auch noch eine gelbe Karte, ey, weil der blöde Spieler mal wieder den Ball angenommen hat. Dann geht auch die Karte. Aber wenn man das nicht so braucht, dann nimmt er den an, ne? Freistoß aus der Distanz, aber echte Gefahr kommt nicht auf. Und so bleibt es erstmal bei diesem Spielstand. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. Da kann nichts mehr passieren, dafür ist der Vorsprung zu klar, zu deutlich. Da glauben selbst die größten Optimisten nicht mehr an die Wende. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Wie kann man denn den Ball auch nur so weit nach vorne machen? Ey, diese Spieler, die können nichts. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Schön durchgesetzt. Die Fans spüren, jetzt kann der Schuss kommen. Da steht die Abwehr sicher. Das war nichts. Der Ball und den hält er natürlich. Fehler vom Torhüter. Er nimmt die direkt. Ich hab doch geschossen. Der vertändelt den Ball, aber dann verhindert er doch noch den Gegentreffer. Ja, kann er jetzt hab doch geschossen, jetzt mal ehrlich. Sie haben Platz. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Jetzt. Nee, Junge. Keiner nimmt den Kackball, ehrlich. Okay. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie. Die Junge. Gastgeber holen sich hier am Ende 4 Tore, also geil. Den Sieg in der Liga. Ja, 4 Tore gehen aber. So. 9,7 Bewertung ist jetzt die beste 10 Märchen natürlich wieder. Geil, aber ich habe ja eh alle 3 Dinge richtig. Von daher ist es nicht schlimm. Hupala. Mann. So. So. Sind die Musik wieder an, Junge? Schon wieder Copyright-Musik, ey. Ja, ich geb ihn. Ich hab gewonnen. Ja, du bist Spieler des Monats, oder was? Des Monats. Aha, geil. Es geht hier ums Team. Danke, deine Fans. Da kommt noch einiges. Ja, danke, deine Fans. Ne? Also Team? Nee, Team war's nicht. Also, das Team hat man ja gesehen, wie gut das war. Das war ja gar nichts. Also, das Team ist wirklich einfach nur schlecht. Außer ich. So, gehen wir hier mal wieder zu weiter hier machen. Bam, 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 bam. Peace, Pierce. Ja, so. Tabelle. Nee. Training. Genau, ja. So. Bam. Alles simulieren, aber natürlich. Levelaufstieg, geil. Perfekt, jetzt habe ich geschafft. Warte mal, was? 1750 XP, okay. Gut, jetzt müssen wir mal auf meinen Pro gehen und auf Spiele Entwicklung. Defensiv. Das ist so krass, ne? Defensive komplett full, Körper komplett full. Also ich bin bei Reaktion auf 99. Aber hier noch nicht. Dribbling, sag ich schon. Ich meine Dribbling. So, also das geht nicht mehr. 1 und 2. So. Es fehlen mir eigentlich nur noch 3. 3 und. Junge, was? Braucht dafür 8 Punkte. Naja, Leute. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr den joinen würdet. Damit ich mal die 300 Member erreicht habe. Ja. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the
show.